Ja, da sind wir wieder bei unserer Revolution. Wir wollen noch gleich mal loslegen und sind wieder im Ladebildschirm. Wow, da waren wir ja lange nicht mehr bei dem kleinen Hühnchen. Ich habe mich jetzt mittlerweile mal entschlossen, ich werde jetzt erstmal die Hauptstory durchzocken, habe ich mir so überlegt. Und dann machen wir die kleinen Nebenmissionen. Oder dementsprechend mal schauen, wie das dann alles zeitlich passt. Und wie viel Lust wir dann noch haben, natürlich. Werden wir uns das Ganze mal anschauen. So. Weiche Angriffe standardmäßig durch Drücken der Leertaste aus. Okay. Wenn ihr in einem Nahkampf verwickelt werdet, blockt ihr euren Gegner standardmäßig. Ja, okay. So, stimmt, wir hatten ja hier gerade eine kleine Beulerei. Oh. So. Wie sehen aber schick aus. Was sollten wir jetzt genau? Wir sollten hier so einen kleinen Aufträge annehmen. Ich habe gerade einen. Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt haben wir einen Blackstream. Na toll. Hier und hier befinden wir uns derzeitig so ungefähr. Machen wir doch mal die Questliste auf, weil hier müssen wir uns so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, uns, ja, ich komme gerade nicht auf das passende Wort, das ich suche. Das ist echt schwierig, wenn einem die Worte fehlen. Da fehlen mir sonst nie die Worte. Wie hießen nochmal die Punkte? Ja. Kommen wir bestimmt gleich dazu. Genau, Anerkennung. Das Wort Anerkennung ist kein schweres Wort, aber manchmal fällt es einem einfach nicht ein. Ja, klar. Du mich auch. Nach Anerkennung suchen wir. Und ich suche immer noch einen Händler, der unsere Sachen aufkauft, aber ist gar nicht so einfach zu finden. Da sollen wir links abbiegen. Steht für heute Abend alles? Ich habe alles überprüft. Wir brauchen nicht zu fassen. Ihr seid ein Held, ein wahrer Held. Wir brauchen euch. Seid gegrüßt. Wir sind die drei mächtigen Magi. Ich bin Madron der tausend Gesichter. Und das ist Kalef, Herr der Feen. Und seht, wie schon gesagt, zählt ein Dritter zu unserer Runde. Um Himmels Willen, Mark. Ich muss zum Abendessen daheim sein. Gut. Und seht, das ist Jim. Prinzessin Phaxia wurde von einem bösen Und wer ist Baron auf eine das? andere Ebene entführt. Befreit ihr sie? Ihr müsst nur die magische Kugel nehmen und ihr werdet in das Reich des Barons transportiert. Was meint ihr, Hel? Helft ihr uns? Klar helfe ich euch, aber erstmal starten wir mit ihr hier. Es ist schon Oh, spät. nein, nein. Schlafenszeit. Ja. Gibt es Halt, nicht irgendwo wartet. einen Schlussverkauf? Wartet auf uns. Ich will mit dir interagieren. Echt großartige Hose. Ich Das kaufe stimmt. Sachen, die ihr Die nicht braucht. Läden hier haben Ich zahle Probleme, gut. einige Dinge zu bekommen. Interessant. Die Läden haben hier Probleme. Dass sowas Interessantes hört man doch gerne. Komm, wir klatschen noch ein bisschen. Das heißt, wir müssen denen echt mal was verkaufen. Die Frage ist nur, wo? So, jetzt können wir mit ihr eine Beziehungsquest machen. Wollen wir aber noch nicht. Ich wollte die Quest machen, aber die sah mir einfach sympathisch aus. Ich weiß nicht wieso. So, ja, klar, ich helfe euch. Ich habe die Kugel genommen. Warte mal. Wie jetzt? Jawohl, wir sind kleiner als ein Hund. Toll. Und was machen wir jetzt? So als kleine Person. Ich glaube, wir haben ganz schön ver... Ja.
Ganz schön. Aktuelle Kinder. Haben wir immer noch nicht. Was ein Wunder. Der Held erwacht. Seit langem hegt er Rachegelüste gegen den bösen Baron. Macht weiter! Banause. So begab sich der Held also nach Lightwater, einem hübschen kleinen Dorf unterhalb der Burg des bösen Barons mit ihren treuen Sinnen. Der Held beschloss, mit den Leuten zu reden, um etwas über das Verschwinden der Prinzessin zu erfahren. Na toll, jetzt dürfen wir mit Pappfiguren reden. Ist das ein Witz? Oh, der Held nähert sich Horace. Schön. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Horace, der größte Dichter unserer Zeit. Oh Mann. Möchtet ihr ein Sonett hören? Oh Sonne, hoch am Himmelszelt, erleuchtet mir vor aller Welt meine angebeteten vollendet Gesicht. Ihr schönes, liebliches Gesicht. Was meint ihr? Toll. Gesicht auf Gesicht. Der beste Dichter unserer Zeit braucht dringend ein Wörterbuch. Das würde ich auch sagen. So, dann starten wir doch mal mit dem alten Mann. Der Held wird mit Arturo sprechen. Jetzt kommt alles ins Rollen. Seid gegrüßt, Fremder. Aus eurem guten Aussehen und tapferen Auftreten schließe ich, dass ihr die Prinzessin retten wollt. Ich habe gesehen, wie Hobbs, die bösen Diener des Barons, sie verschleppten. Durch das Tor brachten sie sie in die Burg auf dem Berg. Ist das alles? Gibt es keine Rätsel zu lösen? Der Held muss herausfinden, wie man auf den Berg kommt. Etwa, indem er hochklettert? Hey, nichts verraten. Die haben echt einen Schuss weg, die Magier. Der Held beschloss, zum schaurigen Turm auf den Berg zu gehen. So schaurig ist er doch nicht, oder? Denn der ist doch von euch, stimmt's? Ja, aber ihr sagtet doch, hübsch. In welchen Art gibt's hübsche Türme auf Bergen? Ruhe, ihr beiden. Ich mach's schon. Oh, okay. Ah, das wollte ich hören. Ich möchte hier nicht rein. Das ist auf einmal so ein bisschen... Ach! Besuch! Kann es sein, dass unsere Jacke ein bisschen leuchtet? Ich hab's gesehen. Oh, nice. Da, wenn wir aufladen, leuchtet unsere Jacke. Na, guckt ihr? Ja, sieht das geil aus. So. Dürfen wir jetzt eintreten? Bitte? Ach, noch mehr. Der Held metzelte den letzten Wolf nieder. Ja. Diese schwierige Herausforderung war viel spannender als ein paar Hasen. Ziemlich vorhersehbar. Das mit den Hasen ist längst nicht so spektakulär, wenn man merkt, dass man sie nicht bekämpfen kann. Muss es denn immer ums... Ja, es muss immer ums Kämpfen gehen. Kämpfen gehen? Der Held betrat die Fabrik des Barons. Teddybären. Was machen Teddybären denn hier? Toll, oder? Meine Idee. Süß, hm? Oh. Ja, das sind sie. Warum? Sehr süß. Wisst ihr, was wir im Schloss des Barons überhaupt nicht wollen? Süße Dinge. Psst, Prinzessin und Baron kommen. Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Der böse Baron hat mich entführt. Ich bin der böse Baron. Und die Prinzessin wird meine Frau werden. Und all diese Bären machen so böse Sachen, weil sie böse Teddybären sind. Ich heirate euch niemals. Mussten wir jetzt gegen Bären kämpfen? Auf die Bären kann ich nicht schießen.
Aber hier ist eine Truhe. Mal schauen, was wir da drin haben. Dann erschien ein weiser Alter vor dem Helden. Wartet mal, rief der alte Mann. Nicht eins von euren Rätseln. Die sind zu schwer. Lasst ihn einfach die Truhe öffnen. Wenn alle Triss Tross sind und alle Tross sind Truss, dann sind auch alle Triss logischerweise Truss. Richtig oder falsch? Das ist eigentlich ganz leicht. Gebt ihm einfach das Schwert. Kann ich? Ihr habt meinen Rätsel verdorben. Was hab ich dafür gebraucht? Jetzt bekommt ihr das Schwert einfach. Es hätte schwerer sein sollen. Ja, okay. Ihr verfügt über ein neues Schwert. Nein, gar nicht. Ist eine andere Waffe vonnöten? 23. Wir machen beide 23 Schaden, aber die kann noch verbessert werden. Und die sieht einfach nur geil aus. Hallo, wir haben jetzt ein cooles Krummsäbel. Die Mission lohnt sich jetzt schon mal richtig. Ach, ist die geil. Huch. Natürlich will ich da auch mit dem Schwert kämpfen. Ist ja cool. Auch wenn das ein paar Karoten sind, die haben uns ein nettes Schwert gegeben. Ein Hebel. Den betätigen wir doch gleich mal. Vielleicht passiert ja was Tolles. Okay, wer hat den Hebel eingebaut? Ich dachte, ihr. Das ist doch Jims Aufgabe. Denken wir uns schnell was aus. Wie wäre es denn mit einem hübschen Schwarm Schmetterlinge? Ein furchtbares Spiel. Ehrlich. Wie wäre es mit einem Kampf gegen hohle Männer? Ja, wir sollten Blut fließen lassen. Och nö, ich fand die Schmetterlinge irgendwie schöner. Was ist das denn? Das Schwert ist größer geworden. Also das mit dem Rendern wieder im Hintergrund, das sollte ich nachlassen, weil ich habe wieder einige Frame-Einbrüche. Ich lerne auch nicht aus Fehlern. Ich wollte auch mal ablocken. Hui. Sehen, was das neue Schwert alles kann. Dann jetzt mal aufladen. Ja, nicht viel andere Sachen als die anderen Schwerter, aber es sieht einfach noch cooler aus. Das muss man ja wohl gestehen. Okay. Ja, verdammt. Bekämpfen wir die doch mal mit Magie. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Ein Feuerwirbel. Und Hamm. Sieht ja schon geil aus mit der Magie, ne? Muss ich ja gestehen. Ich glaube, ich werde gleich nochmal bei Magie gucken, ob wir da noch was anderes nehmen können, um mal ein bisschen mehr auszuprobieren. Als die hohlen Männer besiegt waren, zog der Held weiter. Aber ging vorher nochmal in seinen Unterschlupf. Ah, hallo. Ja, moin. Die Waffenkammer erwartet euch. So, Die beiden passen hervorragend zueinander. Gutes Zaubern. Eissturm und Wirbel. Wir hatten vorher Schock und Wirbel. Mal gucken. So. Schöne Tür. Törichter Held. Euer Abenteuer endet. Das bezweifle ich. Die Monster in dieser Schlucht werden euch verschlingen.
Wie gesagt, das bezweifle ich. Denn wir haben unsere neue Magie ausgepackt. Huch. Hm? Was ist das denn? Vier Hüte uns mit Wurzeln und Vergnügen in den Feuern der Welle selbst geschmiedet. Legendäres Kondom der Götter plus 5. Also wirklich, die haben sich schon echt geile Sachen ausfallen lassen. Einfallen lassen, ausfallen lassen, genau. Oh Mann. Ja, das. Ja, ich wollte etwas Nettes, aber gleichzeitig auch zum Nachdenken über unsere Beziehung zur Nahrung anregen. Zum Teufel, Ben, ihr. Moment, ich mach das. Also dieses Spiel bringt dann wirklich dazu. Das ist kein gewöhnliches Huhn. Das ist ein Feuerschwein. Dass man die deutsche Sprache verlernt. Jo, ich habe meine Magie gerade verbessert. Da musste jemand federn lassen. Kommt schon, das war wow. Lustig. Was ist nur los mit euch? Das war furchtbar. Das ist wirklich böse. Das könnte sich entzünden. Also die Hühner sind echt gemein, weil die so von der Ferne die ganze Zeit bam, bam, bam. Echt uncool. Aber sie sterben zum Glück schnell. Ich unterstütze immer den Außenseiter. Oder das Außenhuhn. In diesem Fall. Oh Mann, was für eine Katastrophe mit denen. Ich dachte, der Held wäre erledigt. Nee, jetzt komm her, du doofes Huhn. Erledigt Platsch. So schnell. Das ist langweilig. Okay, dann lasse ich mir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit. Oh, ein Huhn! Der Held erschien im Licht und fand den bösen Baron kampfbereit. Wir sollen jetzt nicht gegen eine Magier da oben kämpfen, oder? Hilfe, Held! Nur ihr könnt helfen! Ich, der Baron, dulde euer Eindringen nicht mehr! Okay, dann wollen wir sie doch mal fliegen lassen. Die Hops. Noch ein Hop weniger. Zeig es zu. Und peng. Die Kämpfer werden. Ich hätte bessere Elite-Wachen einstellen sollen. Ja, das hättest du. Keinen Hops nehmen, weil gegen die kann ich schon kämpfen. Das ist ein neuer Move. Der ist böse, aber richtig genial. Bam. Ich wollte ihn eigentlich hinrichten, aber ich glaube, er wollte noch nicht hingerichtet werden. Weiter hops. Ich noch ein bisschen Wachen einstellen soll. Nein! Meine Elite Wachen könnt ihr nicht finden. Und dann laden wir für den noch mal einen Zauber auf. Einer hat's überlebt. Jetzt lebt er auch nicht mehr. Ui, springen. Wir können mal springen. Diese Hops sind einem Helden wie euch nicht gewachsen. Die armen Kerle tun mir fast leid. Oha. Jetzt
Jetzt haben wir auch noch Skelett-Hops und einen blöden Hop-Magier. Natürlich bekämpfen wir den womit sonst, wenn nicht mit Magie. Wo ist denn der Zauberer hin? Ach da! Uff. Nee, nicht töten. Töten ist böse. Naja, wenn die mich töten wollen, dann töte ich sie ja wohl zuerst. Darauf will ich ein Anrecht behalten. Auf den. Ja, genau, auf den wollte ich zielen. Zack. Das war gemacht. Okay. Oder eigentlich mein Schwert ausrüsten. Naja, jetzt lass ich den ein bisschen fliegen. Klappt ja auch. So, das war der. Und das war der. Wie noch mehr. Meine Backe, du. So. Let's go. Bei den Training Drops gehen wir gerade echt auf den Sack. Dagegen muss ich gleich mal was machen. Diese Panzerung von denen, ne? Das ist ja wirklich schwierig zu durchdringen. So. Immer schön auf den Magier-Campen schießen. Der muss als erstes drauf gehen. Ja, aber wenn so ein Magier lebt, dann kommen immer mehr von diesen nervigen Skelettviechern. Schöner Finisher. Hä? Was? Nein. Pam. Die Elitewaffen des Barons lagen dem Helden zu Füßen. Nichts stand zwischen ihm und dem bösen Baron.